Guten Morgen aus Coron, Coron Island, Palawan, Philippines. Ja, ich habe es jetzt endlich geschafft aufs Rad. Ich hoffe mal, ich komme gut durch. Also ich fühle mich jetzt eigentlich wieder, sagen wir mal, zu 80% wiederhergestellt. Und von daher probiere ich jetzt heute mal eine Tour über, weiß gar nicht, 50, 60 Kilometer. Aber ja, hat schon 1000 Höhenmeter. Geht jetzt erstmal Richtung Nordwesten, dort teilt sich dann die Straße und geht dann Richtung Nordosten zur nördlichen Küste. Und ich weiß nicht, was mich da erwartet, aber es gibt nicht viele Straßen hier. Es gibt nur noch eine Ringstraße, guckt ihr ihn hier an. Die fahren hier immer einfach raus, ohne zu gucken. Verkehr wird schon Obacht geben. Vorhin auch wieder einer, so ein Tricycle, steht am Wegesrand. Ich will ihn gerade überholen. In dem Moment fährt er einfach los, zieht nach links, ohne zu schauen. Das ist unglaublich. Man muss hier echt für alle anderen mitdenken. Du kannst nicht erwarten, dass die auf dich Obacht geben. Wo war ich stehen geblieben? Ja, es gibt da noch diese Nordschleife, sage ich jetzt mal, oder Nordwestschleife, die geht aber. Ach Gott, das sind bestimmt 150 Kilometer, das tue ich mir jetzt nicht an. Meine Nase, vielleicht hört man es noch, ist ja immer noch ein bisschen dicht. Aber ich kann wieder frei atmen und Husten ist weg und so fühle ich mich jetzt eigentlich ja ganz okay. Von daher, ja, probieren wir es heute mal. Kleinen Schrecken hatte ich heute Morgen. Ich dachte, ich habe meine Sportbrille in Palawan vergessen. Alles durchwühlt, nichts gefunden. Hab schon eine Nachricht an die Unterkunft geschrieben. Hey, ihr habt bestimmt meine Brille gefunden, ich brauche die wieder. Und dann steige ich so in meinen Rennradschuh rein und denke, was ist denn da? Ja, was war denn da? Die Sportbrille habe ich sie in den Schuh reingesteckt und ja, ich, alter Holzkopf, habe da gar nicht mehr dran gedacht. Naja, jedenfalls habe ich die jetzt auch wieder. Ja, mit am Start sind wieder die Klamotten von Lameda. Wenn ihr da Interesse dran habt, da gibt es 15% Discount, verlinke ich unter dem Video. Und filmen tue ich mit der Insta360 One X3, neuestes Modell. Schönen Dank hier nochmal an Insta. Hier kommt schon wieder irgendein Checkpoint. Ich muss mal nach vorne gucken. Jetzt kommt gleich die Abzweigung, von der ich sprach, wo es geradeaus dann auf die große Loop geht, ich aber rechts abbiege, quasi dahinter. Und dann komme ich dann an die Nordostküste. Das ist halt ja, ein Weg hin und denselben wieder zurück. Komoot hat mir zwar irgendwie so einen Rundweg da ausgerechnet, aber da stand schon wieder irgendwas mit unwegsamen Geländebedingungen oder was auch immer. Das ist mir ein bisschen zu unsicher, sah auf der Karte auch nicht sehr vertrauenswürdig aus. Ob das jetzt befestigte Straßen sind, das bezweifle ich. So, hier geht's rein. Immerhin geteert, beziehungsweise das ist glaube ich gar kein Teer, was die hier verwenden. Das ist irgendwie so ein, ja was weiß ich, Mörtel oder Zement, glaube ich, schütten die da auf. Ich habe das da auf Palawan mal beobachtet, haben die Straße gerade irgendwie erweitert und das war irgendwie so eine Zementmasse, die die da einfach hingeklatscht haben und dann wurde das irgendwie begradigt. Also ja, aber scheint ja zumindest lange zu halten, aber es ist irgendwie nicht schön zum Fahren. Recht ruppig. Die nehmen dann so einen Stahlbalken so für irgendwelche ja, Hochhäuser oder was auch immer, halt so Trägerbalken und dann begradigen die den ganzen Zement, so dass es dann eine plane Fläche wird. Also hat halt jeder seine Methoden. Aber gut, hier geht es einigermaßen, es rollt
Und da vorne sind die Berge, da schauen wir jetzt hin. Komoot hat nicht gelogen, beziehungsweise Komoot. Strava hat nicht gelogen, sagt mir, dass hier ein Anstieg ist. Schon bin ich drin, schon gehen die Prozente nach oben. Langsam aber stetig. Moment, ich muss mal schalten hier. Einen Gang habe ich noch, das war es dann aber auch schon. Ja, ist schon immer bei 10%. Aber geht wohl nur einen Kilometer. Hälfte habe ich schon, 470 Meter noch übrig. Da oben ist das Ende. Tarana. Oh, herrlich, da muss ich gleich nochmal umkehren. Da war eine schöne Stelle, wo man hier in das Feld gucken konnte. Es sieht einfach zu schön aus. Jetzt kommen die zwei Motorscooter-Fahrer wieder, die ich gerade überholt habe. Jetzt geben sie Gas. Erst haben sie geschlichen oder sind sie geschlichen bergab. So, hier, Moment, wo war das? Jetzt finde ich die Stelle selber nicht mehr. Ich glaube, hier war das. Ja, es ist echt eine schöne Insel, so wie es jetzt ja im ersten Moment aussieht. Nach dem dritten Tag kann ich jetzt endlich mal Eindrücke sammeln, nachdem ich nur in Koron war, weil es mir so, ja, so übel ging. Aber wie man sieht, es ist echt wunderschön hier und ich denke mal, der Rest der Insel ist auch schön oder noch schöner. Ich kann es leider nicht erfahren, weil ich morgen wieder weg muss. Vorhin musste ich mal kurz anhalten. Ganz böser Fehler bei der Hitze. Sofort ist der Schweiß geronnen. Ich muss meinen Sattel richten, weil irgendwie die Sattelnase zu hoch war vorne. Und kaum stand ich da eine, zwei Minuten, sofort die Suppe gelaufen. Also solange man fährt, ist okay, da hat man den Fahrtwind und ist kühlt. Aber sobald du stehst, da rinnt es einfach nur runter. Aber ab und zu stehen da einfach solche Ausblicke, da schwitzt man dann auch mal gerne. Hallo. So, weiter geht's. Mal gucken, wie oft ich noch anhalten muss. Man kennt es ja. Da kommt ein schöner Spot nach dem anderen und überall möchte man anhalten, Bilder machen, weil es einfach zu schön ist. Und hier kommt die Landbevölkerung. Hallo! Alles freundliche Menschen. Ja, hier haben wir wieder so eine Grundschule. Das sieht aus wie ein kleiner botanischer Garten hier. Also ganz schön angelegt hier mit Garten und bunten Reifen und alles Schmuck gemacht. Also ganz anders wie bei uns. Allerdings scheint hier auch kein Betrieb zu sein. Was haben wir denn heute? Ja, heute ist auch Sonntag. Ja, Sonntag ist keine Schule. Asche über mein Haupt. Aber also für mich sieht es einladend aus. Sieht echt schön aus mit den kleinen Pavillons hier, das sind dann die Klassenzimmer. Und wenn du Pause hast, kannst du dich hier rumtreiben, kannst draußen das Wetter genießen. Hier geht man gerne zur Schule, denke ich. Ja, überall sieht man diese kleinen Lädchen, die nennen sich Sari-Sari-Stores. Meistens mit so einem Gitter in der Front, damit sie nicht beklaut werden. Das sind halt so diese kleinen Kioske, Kiosks,
Kioske, was sind die Mehrzahl von Kiosk? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und da bekommt man halt alles, was man mal so auf die Schnelle braucht. Getränke, Snacks, Alkohol, Zigaretten. Das, was man zum täglichen Leben braucht. Vor allem die letzten beiden. Und ja, wie gesagt, das sind so kleine Lädchen. Die haben ja irgendwie ständig offen, egal zu welcher Uhrzeit. Sind an jeder Ecke und man muss nicht irgendeinen Supermarkt das aufsuchen, wenn man bloß Kleinigkeiten braucht. Ja, hier muss man echt immer Obacht geben, wenn man in der Abfahrt ist, besonders in der Abfahrt. Da kommen dann oft mal so Stellen wie diese hier, wo einfach mal ja, die Straße nicht mehr so ganz existent ist. Und dann muss man hier auf den Gegenverkehr ausweichen, in der Hoffnung, es kommt gerade nichts. Und man sieht auch, dass nichts kommt. Und das ganze Ding umfahren, also die Augen immer auf den Boden gerichtet. Hier ist das nächste, ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber hier normal. Und dann kommt hier wieder so ein ruppiges Stück. Na gut, hier kann ich jetzt rechts vorbei. Aber sowas passiert hier halt ständig. Das erinnert ein bisschen an Italien, an die glorreichen Straßen Italiens, die ja, gesät sind mit Löchern und Kratern und Rillen und Verformungen und was der Teufel. Ja, so ist es hier ähnlich, aber ja, wenn man es weiß und die Augen offen hält und nicht zu sehr in die Gegend klotzt, so wie ich, dann sollte auch nichts passieren und man kann das bequem umfahren. Hier, der Wahoo zeigt mir einen fiesen Anstieg jetzt an. Den merke ich jetzt auch schon. Wir sind schon bei ja, 12%. Und das bedeutet für mich, Kamera weg, Hände auf den Lenker. Das war jetzt ein harter Brocken. Da war die Trittfrequenz nicht mehr sehr hoch. Wahrscheinlich irgendwie, ich habe nicht drauf geguckt, zwischen 35 und 40 vielleicht. War schon ein hartes Stück Arbeit jetzt, aber es waren gerade mal bloß ja, 150 Höhenmeter, aber die haben gereicht. War wieder irgendwas 13-14%, keine Ahnung. Jetzt geht es hier runter. Wenn ich denselben Weg wieder zurückfahre, heißt dass ich hier auch wieder hoch muss. Oder ich teste mal von Komoot den Vorschlag an und mache dann hier diese Schleife. Aber bei meinem Glück kommt dann die Schotterstraße so ganz am Schluss dann, wenn es sich überhaupt nicht mehr lohnt, umzukehren. Muss ich mal gucken. Jetzt schaue ich erstmal hier ans Ende zur Küste und schauen mal, wie es da von der Straßenbeschaffenheit aussieht und landschaftlich und überhaupt. Und dann wird weiter entschieden. Ja, sieht so aus, als ob die Reise hier endet. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, hier wieder über
solche Straßen zu fahren. Zumal ich nicht weiß, wie lang es geht. Ich könnte jetzt da mal irgendwie auf der Karte spekulieren, wie weit dieser Schotterabschnitt geht, aber ich habe dazu jetzt auch keine Lust. Es ist schweineheiß. Ich muss diesen ganzen Berg wieder hoch. Er sah nicht sehr flach aus in der Abfahrt. Ich war ordentlich am Bremsen und habe gehofft, dass die Schläuche nicht irgendwie platzen, dass die Felge überhitzt. Aber mich jetzt hier wieder über solche Straßen zu quälen, nee. Da sagt jetzt natürlich der eine oder andere, hey, Frankenbetter, Leute, Tödel, was fährst du überhaupt mit einem Rennrad auf die Philippinen? Dann nimmt man Gravelrad oder Mountainbike. Ja, klar nimmt man da Gravelrad oder Mountainbike, das kann man natürlich machen. Man kann aber auch mit einem Rennrad herfahren. Mit einem Rennrad macht es halt mir einfach mehr Bock. Und wenn halt aber so ein Stückler kommt, dann kehre ich entweder um oder ich donner halt drüber und handel mir halt ein, zwei oder vier Platten ein. Das ist mir dann auch egal, aber jetzt habe ich halt keine Lust. Jetzt will ich da halt nicht weiterfahren. Mit dem Gravel könnt ihr jetzt weiterfahren, das macht aber auf dem Asphalt dann wieder weniger Spaß. Da kommst du nicht vorwärts. Das ist ja dann wieder wie so ein Traktor. Also da hat alles sein Für und Wider. Ich habe mich halt fürs Rennrad entschieden, macht nicht jeder. Darum bin ich der Frankenpedaleur. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Es geht jetzt darum, dass ich wieder umkehre. Ich check vielleicht doch mal die Karte, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie bloß ein kurzes Stück ist. Ich kann ja mal ein Stück hier reinrollen, da vorne ist eine Kurve. Komm, wir fahren mal rein! Wir fahren mal rein jetzt hier! Auf geht's! Dann gucken wir mal, wie es da so aussieht. Na, das rollt doch ganz gut. Wir schauen jetzt mal um die Ecke, aber es geht ja auch runter. Das heißt, ich muss ja da auch dann über den Weg auch wieder hoch und nee, das schaut mehr nach Landwirtschaftsweg, Feldweg, was auch immer aus. Nö, habe ich keine Lust heute dazu, ich kehre wieder um. Es war eine kurze Tour, eine kurze Tour auf Koron. Aber besser als die 125 Kilometer Schleife, weil das hätte ich jetzt glaube ich heute auch nicht gepackt. Irgendwas ist mir jetzt in den Schlund gerutscht. Und da weiß ich ja auch nicht, ob das alles asphaltiert ist. Von daher, ich quäl mich mal wieder hoch. Schau mal, dass ich irgendwo ein Sari-Sari-Store finde, mir ein bisschen was zu trinken kaufe. So eine leckere Cola mit Zucker oder ein Sprite oder sowas. Und dann geht's wieder zurück nach Koron Town. Wir haben noch Zeit. Wir gucken uns mal die Behausung hier an. Kleiner Lost Place. Das sollte wohl mal eine Hütte werden. Aber entweder sind die Herrschaften gar nicht erst eingezogen oder es war mal eine Hütte und sie ist mittlerweile verfallen und sie sind ausgezogen. So sieht es hier aus. Ja, da schaut er. Ja, was macht denn da der? Was macht denn der da in der Hütte? Darf der das? Hausfriedensbruch. Hier liegt noch Bambus bisschen rum. Das Zeug finde ich ja geil. Also ich mag das auch als Material für Möbel. Gibt es ja auch Räder aus Bambus. Ja, so schaut es hier aus. Manche haben ja auch schon Party gefeiert. Haben hier ein Unrad hier liegen lassen. Und das sind halt diese geflochtenen Bambuswände, diese dünnen. Mehr braucht es hier nicht. Hier inmitten im Nirgendwo. Groß ist es nicht, aber es reicht ja für eine Family. Die wohnen hier teilweise zu sechst auf engstem Raum. Alles kein Problem, inklusive Küche und Schlafgelegenheit und Wohnraum. Es sind nicht alle so verwöhnt wie wir in unserer Wohlstandsgesellschaft, wo sie jeden Morgen mit so einer Schnauze in die Arbeit rennen und mit sich und der Welt unzufrieden sind. Aber es geht ihnen tausendmal besser wie den Menschen hier. Aber wenn die dich sehen, die haben immer ein Lächeln übrig, haben gerade mal das T-Shirt auf dem Leib als ihr einziges Kleidungsstück, haben ihren Reis dreimal am Tag zum Essen. Ja, mehr ist nicht. Aber sind immer noch glücklich und lachen dich an und bei uns, wenn du da den Leuten auf der Straße begegnest, die ziehen eine Schnauze, da meinst du,
morgen geht die Welt unter. Aber es sind halt so die Unterschiede. So ist es hier. So, also ich quäl mich jetzt hier wieder hoch und dann mache ich vielleicht nochmal eine Aufnahme von oben und dann ja, vom Sari Sari Store. Und dann war es das mit dem Video. Ich habe eh viel zu viel gelabert. Ich weiß gar nicht, was mit mir heute los ist. Ich laber ohne Ende und film weniger. Jetzt dachte ich schon, da kommt ein Radfahrer, aber nee, ist ein Mopedfahrer. Also ich quäl mich jetzt mal hoch und dann sehen wir uns später. Ja, die Hügel da hinten, die sehen ein bisschen aus wie die Chocolate Hills auf Bohol. Da war ich zwar noch nie, aber ich habe schon einige Bilder und Videos gesehen. Die sind auch so ähnlich. Allerdings sehr viel mehr. Ja, ich bin jetzt nochmal abgebogen, weil... Oh, ich sehe mich selber. Oh, sieht man das hier? Nee, sieht man nicht. Jedenfalls da vorne war ein Sari Sari Store. Dann hier rechts nochmal diese Straße ab, aber die führt jetzt laut Karte auch irgendwo ins Nichts, aber zumindest kann man hier geteert noch ein bisschen fahren. Ich fasse so lange sie geht und ja, hab noch ein paar mehr Kilometer, weil ich muss dann später noch ins Fährbüro. Die machen aber erst um 2 auf. Wir haben jetzt irgendwie um 12 oder so. Ich muss ja mein Ticket irgendwie mal ja, zumindest vorzeigen und gucken, wie so die Sache abläuft, ob ich da morgen früh dann hin muss oder jetzt schon das Ticket bekommen. Ja, das wollte ich alles mal abklären, auch mit dem Bike und so weiter. Aber dann kann ich mir jetzt die Zeit hier noch ein bisschen vertreiben, fahre die Straße noch lang und vielleicht sehen wir noch ein paar schöne Dinge hier. This way to San Nicolas Valley. Und hier macht die Hauptstraße den Knick nach rechts. Ja, wo lang nun? Irgendwie zieht es mich mehr in das Valley. Das scheint wohl nicht so lang zu sein. Habe ich zumindest so im Urin. Wir schauen es uns mal an und dann umkehren können wir ja immer noch oder müssen sowieso dann wieder. Ja, ich glaube, die Straße hört hier auf. Sieht ziemlich final aus. Da vorne ist, glaube ich, das Ende. Oder geht es da ums Eck rum? Ich schaue mal vor. Aber ich glaube, das war's dann. Und dann werde ich mich in das schnucklige Café reinsetzen. Das hat mich so angelacht. Das ist ja echt goldig hier in diesem Tal. Ist da so ein kleines Hexenhäuschen als Café. Schöner Garten, schön alles angelegt. Gegenüber von diesem Wandertrail, wo es hier links hoch geht. Da werde ich mich dann einfinden. Ziehe mir ein Käffchen rein. Und dann ja, lassen wir den Tag noch so ein bisschen ausklingen. Weil wir haben ja Zeit. Und hier ist Ende, so wie ich es vermutet habe. Okay. Na, dann haben wir das auch vollständig ausgenutzt.
den Weg, der wird noch weitergebaut, weil da vorne war ein Schild, das zeige ich auch gleich. Lustiger Spruch, so ungefähr, hier sehen Sie, wo Ihre Steuern hinwandern. Bei uns daheim sieht man das nicht so, darf man das laut sagen, ich weiß gar nicht. Ich habe nichts gesagt. Ich meine, hier wandert bestimmt auch viel Geld irgendwo hin, wo es nicht hin soll. Wahrscheinlich noch mehr als woanders. Aber das Schild war ganz lustig. Aber hier der Ausblick, schaut euch das mal an. Ist das nicht genial? Dieses Grün, dieses satte Grün, das schaut schon fast wie in Irland aus. Oder, keine Ahnung, Schottland oder was der Teufel, Neuseeland. So wenig Bäume eigentlich, immer so vereinzelt. So wie so eine Karl-May-Landschaft aus so einem Winnetou-Film. Okay, wir sehen uns im Café wieder. Ich muss jetzt hier, ja, hier crossen. Achtung! Yeah! Überlebt! Ja, das gleiche Begrüßungskommando. Ja. Hast ja recht. Hast du. Hallo. Ja. Wow, it's like a living room. Yes, you are right. This is your kingdom. Ja, sehr schön. Ja, leider gibt es keinen Kaffee und keine kalten Getränke, weil irgendwie Eis herangeschafft wird. Von daher muss ich wieder von dannen ziehen. Ich wäre gerne hier gesessen, irgendwo draußen oder drin, aber gibt jetzt momentan leider nichts. Von daher werde ich wieder losziehen. Okay, thank you very much. Have a nice day. Thank you, bye bye. So, hier haben wir noch ein altes Rad, aber es ist echt schön hier. Also wenn es hier auch Eis gibt, dann kommt gerne mal her. Sieht sehr gemütlich aus. Der Hund beruhigt sich dann auch wieder nach einer Weile. Also dann bleibt halt doch bloß ein Sari-Sari-Store wieder übrig. Ja, ich bin jetzt dann noch abgebogen, links weg, also von dem Tal auskommen, dann links weg, da wo diese Vorfahrtsstraße auf dem Hinweg rechts abknickte. Da forschen wir jetzt den Weg noch, der geht bestimmt auch nicht so lange. Zumindest laut Karte hört dann die Straße auch irgendwann auf. So schaut es hier aus, auch recht einsam und man sieht noch was von diesen grünen Hügeln. Schauen wir mal, wo es da noch so lang geht, was wir da noch so sehen, und dann gehen wir wieder um und fahren zurück. Ja, das war nochmal jetzt ein knackiger Hügel. Oh, unten war noch mal zum Glück so ein Sari-Sari-Store, da habe ich schnell noch so zwei undefinierbare Limonaden getrunken. Das war auch bitter nötig oder gut, wo ich gar nicht wusste, dass jetzt so ein, ja, 16% da wieder kommt. Jetzt bin ich drüber. Jetzt geht es natürlich hier wieder runter. Was bedeutet, wenn ich jetzt hier runterfahre, muss ich auch wieder hoch. Ich weiß ja nicht, wie lange es noch geht. Aber ich schaue mal ein bisschen runter. Ja. Höhenmeter waren es jetzt nicht so viel, vielleicht 150 oder so, aber es war halt steil. Und mit der Übersetzung, da quält man sich dann doch immens. Ja, wie gesagt, ich schaue mal um die Ecke und dann entscheide ich. Schau sich mal einer das an.
Da biegst du da oben um die Ecke, fährst über eine Kuppe und hast auf einmal diesen Ausblick aus dem Nichts. Wahnsinn, schaut euch das mal an. Das ist ja wie im Auenland. Guck hier die kleine Insel da. Hier der Berg. Dann hier dieser, ja was ist das, ein See oder ein Kanal oder ein Fjord. Wahnsinn. Also Entscheidung ist gefallen, ich muss da runter, sonst wäre ich meines Lebens nicht mehr froh. Ihr kennt es bestimmt, man möchte dann doch weiter, weil man hat dann Angst, dass man was verpasst und scheiß drauf, komm, dann quälst du dich halt nochmal hoch. Das schaut jetzt auch nicht so steil aus, aber da will ich runter, das will ich sehen. Das werfe ich mir mein Leben lang vor, dass ich da nie runtergefahren bin. Sag mal, bin ich hier am Lago Maggiore oder am Gardasee oder ist das Coron? Das sieht ja geil aus. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bereue die Entscheidung nicht, hier runtergefahren zu sein. Mal gucken, ob man da noch näher rankommt. Aber das sind ja Ausblicke, da bleibt ja die Spucke weg. Jetzt hoffe ich bloß, dass es hier nicht schon wieder hochgeht. Oh, es sieht fast so aus. Ah, ja, etwas. Mal gucken, wie weit es geht. Aber Wahnsinn, Wahnsinn, echt so schön. Hallo. Ja, hier werden ausnahmsweise mal die Fische getrocknet auf der Straße, sonst habe ich das immer nur mit Reis gesehen, aber hier an der Küste wird es mit den Fischen gemacht. Hier da vorne auch, die ganze Straße entlang. Oh, da geht's runter. Oh, wir fahren mal ans Meer. Lass uns mal ans Meer fahren. Hi! Hallo! Hi! Den Fisch aus zum Trocknen und die Katzen, die greifen sich ihre Ration. Aber jetzt haben sie mich gesehen, jetzt haben sie Angst bekommen. Die fangen hier schon mal an, das Zeug wegzuessen. Ja, der Besitzer wird sich dann wundern, warum der Fisch weniger geworden ist. Oh, herrlich. Arrived, when did I arrive? End of January 23rd or so. But now in Germany it's snowing, ice cold. 1 degree Celsius, here 30, and yeah, yeah, but for me it's okay, I like it better than cold, yeah. So. Yes? Okay, I will look there, yeah. But. Are there some more hills or not so many? No, like this here. Okay. Okay. That's one, only the hills? Yes. Up. Okay. Not so hard anymore. No more. Okay. Yeah, you're living in a paradise here. Okay, thank you. Okay. So enjoy your day. Bye bye. Hang up. Yeah.
ist nicht mehr viel nach Duchol, sagt sie. Da frage ich noch, ob da noch so Berge kommen. Na, nö, wie hier, so ein bisschen hügelig. Dann kommt hier die 16% Rampe. Ich hoffe, die ist da oben zu Ende, ich weiß es nicht. Aber ja, schöner Ausblick mal wieder. Aber ja, bloß ein paar Hügel, passt schon, nicht so dramatisch. So, hier teilt sich auch nochmal die Straße. Ja, Wahnsinn, das hätte ich ja vorher nie gedacht. Ich dachte, hier geht bloß eine Straße irgendwo lang und dann verzweigt sich das alles und ist sogar geteert. Rechts geht es nach Minanga, 2,5 Kilometer, und hier geradeaus 600 Meter noch nach Duchol oder Duchol. Da will ich dann hin, und da gibt es noch einen Buena Vista proper. Ja, klingt wie so ein Ausblicksteil. 6,2 Kilometer, das werde ich jetzt nicht mehr machen. Malawik 12 Kilometer erst recht nicht, aber nach Duchol, da schauen wir jetzt mal. Weil ich muss ja auch mal irgendwann wieder zurück. Hätte ich das geahnt, wäre ich viel früher los. Dann hätte es alles nur abgeklappert, aber das auf der Karte siehst du es ja nicht. Das sind dann so weiße Straßen. Da denkst du dir, oh, oh weiß, naja, das ist wieder so Schotter und Gravel. Guckt euch das mal an. Das ist ja, das ist das Paradies hier. Und es ist nichts los, du fährst hier alleine durch die Kante. Wahnsinn, hast die beste Natur um dich herum. Das Ausblick aufs Meer und Berge, und na gut, die Anstiege sind teilweise ein bisschen knackig, aber es lohnt sich einfach, es lohnt sich einfach. Ach, ich klicke mich gerade mal ein. Ja, Freunde, vor dieser Kulisse hier verabschiede ich mich jetzt mal langsam von dem Video, weil es wird eh schon viel zu lang, und die Straße geht weiter und weiter. Ich bin jetzt gerade hier noch um die Kurve rum, da geht es dann nochmal runter und wieder hoch, und habe auf der Karte geguckt, die geht noch ewig hier an der Küste entlang, bis dann so eine Landzunge da kommt, und da endet die dann, und da müsste es den ganzen Weg wieder zurück. Mir fehlt die Zeit dazu. Es ist jetzt schon fast 14 Uhr und ich muss ja auch mal ein bisschen zurück noch. Da sind auch noch ein paar Hügel und ich muss noch nach Coron zu dem Fährbüro. Von daher sage ich jetzt mal Stopp. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auch danke an Lameda für die Klamotten und an Insta360. Ja, die X3, der Akku war dann schon platt. Ich filme jetzt gerade mit der X2 weiter, weil ich einfach zu viel gefilmt habe. Mal gucken, wie lang das Video wird. Vielleicht wird es eine Dokumentation. Machen wir eine Doku-Serie draus. Ja, wie gesagt, also wunderschön hier. Ihr seht es ja selber. Es ist herrlich, egal wo man hinkommt. Ein Ort sieht geiler aus als der nächste. Ich kriege mich gar nicht mal ein. Von daher muss ich jetzt mal hier mein Mouth schatten und mich verabschieden. Danke fürs Zuschauen und schaltet wieder ein beim nächsten Film und beim nächsten Video von Frank Bedeleur. Ja, da kommt jetzt gerade so ein ausgehungerter Hund. Meine Herren. Er hat gerade hier im Müll rumgewühlt, da schauen schon die Rippen raus. Ich habe aber auch nichts da. Ich hätte einen Riegel, ich weiß nicht, so ein Riegel mit Zucker, ist das was für Hunde? Ich weiß auch nicht, vielleicht Zucker. Ich weiß jetzt nicht. Schreibt es mir mal in die Kommentare, bevor ich dem jetzt das gebe. Ich schaue noch mal im Internet, weil bis ich die Kommentare lese, ist schon zu spät. Ja, wie gesagt, ich verabschiede mich jetzt mal und ja, gebt einen Daumen hoch, runter, wie ihr wollt. Schreibt einen Kommentar. Und lasst ein Abo da und like das Video. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. So gesund aus. Naja, jetzt hat er einen Erdnussriegel bekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Wahre ist. Ich habe jetzt keine Zeit gehabt, im Internet zu schauen, sonst wäre er weg gewesen. Und die anderen Brocken hat er gar nicht so registriert hier. Naja, vielleicht findet er die noch. Ich hoffe, das ist jetzt nichts Schädliches. Erdnüsse, Zucker. So.
ganzen Haferzeugs drin. Bevor er gar nichts frisst, ist ja auch nichts. Hier findet er nichts, hier sind nur Steine.